Die ovarielle Reserve ist von Geburt an vorbestimmt und nimmt in Anzahl und Qualität bis zur Menopause beständig ab. Tatsächlich können 5 bis 10 Jahre vor der endgültigen Menopause die meisten Eizellen keine tauglichen Embryonen mehr produzieren. Daher hängt die Qualität der Eizellen bei einer Behandlung hauptsächlich vom Alter zum Zeitpunkt der Entnahme ab, wobei es auch einige Pathologien gibt, die ebenfalls Einfluss darauf haben können. Leider gibt es keine Behandlung zur Verbesserung der Qualität, auch nicht durch die neuen Techniken der Eierstockverjüngung. Daher wäre es aus unserer Sicht der Begriff Techniken zur Aktivierung der Eierstöcke geeigneter, da die Anzahl der Eizellen erhöht wird, nicht aber deren Qualität.